Okay, ich bin euer Anubis bei den Sims 4. Neben mir ist die Maike und die würde uns jetzt ein bisschen was über die Sims 4 verraten. Hallo Maike. Hallo. Okay, was kannst du uns denn überhaupt sagen? Was hat sich denn überhaupt bei den Sims jetzt geändert nach all den Jahren Sims? Es hat sich einiges geändert. Zum einen sind die Sims deutlich lebensechter. Sie haben Gefühle, sie sind intelligenter. Man kann sehr viel mehr als Spieler sich von seinen Sims überraschen lassen. Und ich denke, das wird ein richtig schönes Spiel mit viel Spannung. Was wurde denn an sich an den Emotionen getan? Also gibt es da Veränderungen, dass man sie noch deutlicher sieht? Ja, die Emotionen greifen viel tiefer ins Spiel ein. Die beeinflussen deinen Sim viel stärker als vorher. Weil es war ja bisher so, dass so ein Moodlet nur eine bestimmte Zeit einfach gedauert hat und dann war das wieder weg. Und mit den Emotionen, es ist einfach eine Dimension tiefer. Anders kann ich es nicht beschreiben. Okay. Dann jetzt noch, also habe ich noch die kleine besondere Frage. Die Kamera, was wurde daran denn geändert? Also diese freie Perspektive? Da kann ich noch gar nichts dazu sagen, das ist noch zu früh. Okay, also wir dürfen leider nicht alles über die Sims 4 verraten, weil eben halt die EA selber sagt, wir wollen noch ein bisschen was für uns behalten. Aber was gibt es denn sonst noch über die Sims 4 zu sagen, dass es eben halt das Sims überhaupt für diese Spielegeneration wird? Also für jemanden wie mich, der schon seit Sims 1 Zeiten dabei ist, vereint Sims 4 so die besten Dinge aus allen Welten, also vor allem von Sims 2 und Sims 3. Tolle Animationen, schöne Grafik, einfache Menüführung, viele Überraschungen und es hat auf jeden Fall das Potenzial, mein neues Lieblingsspiel zu werden. Okay, also die Sims 4 scheinen doch nochmal einen Aufschub zu kriegen. Viele haben natürlich mal gesagt, dass die Sims praktisch tot wäre, dass man alles erlebt hätte, aber wir kriegen gerade zu erfahren, dass es doch noch mal Überraschungen gibt. Ich denke mir, ich hole mir die Beta, um mal klein reinzuholen. Vielleicht kaufe ich es mir auch. Ich lasse den Rest euch auf jeden Fall. Ich bedanke mich nochmal bei der Maike und ich wünsche euch dann viel Spaß mit den Sims 4.
Also er sagte mir, die Barrett M107 ist dabei. Sie ist eine Long-Range-Waffe, eine Waffe für ultimative Distanzen. Ob es jetzt genau One-Shot auf alle Distanzen ist, können wir leider nicht sagen, aber sie ist dabei. Thanks for the interview. Okay, wir haben noch ein klein bisschen Zeit. Wir dürfen hier jetzt an Battlefield ein bisschen spielen. Wirklich geil. Wir gucken mal, wo gerade ein bisschen was frei ist. Und passt. Vier, drei, zwei, eins, los! Okay, wir sind jetzt hier bei Need for Speed Rounds. Ich habe hier einen Entwickler vor mir. So, what is the difference of Need for Speed Rounds to the Need for Speed Most Wanted and the Need for Speed Run? So, in the round, the game was really around a story. So in this game there will be a main campaign, but however it's more blended into the gameplay what we want to achieve. Also all the game is going to be running in an open world with cops and racers. We're also using weapons. So this is stuff that we grabbed from the three previous episodes, Most Wanted, Hot Pursuit and The Run as well. One thing that we're adding into this game is the scoring system. So basically the rival, as they play, they get a multiplier. The longer they stay in the race, the higher the multiplier gets, the more points they get by doing stuff. However, as they are staying longer in the world, they become a target of choice for the cops to chase. So if the cops end up chasing them and bust them, they will lose all their points and the cop will earn all the points. So this feature I'm talking about is called All Drive, because that means that everything you're doing into the game is about driving around. There is no like long menu pause where you're gonna select everything. Of course you can customize your car and things like that, but we made it so that it's fairly simple and you get into the game right away when you launch it. Okay, was mir gerade sagte, ist, dass das System komplett überarbeitet wurde, dass aus Need for Speed Most Wanted, Hot Pursuit und The Run gelernt worden ist, dass alles das Beste davon zusammengefügt wurde und dass der Multiplayer jetzt zum Beispiel spezifische Matches wie Team Deathmatch bloß für Autos hat und man jetzt Punkte kriegen kann, um Sachen freizuschalten und vieles mehr. Also man hat viel mehr Möglichkeiten, das Spiel auszukosten in dieser offenen Welt. So, this is all we have fun of this game web. This to see is awesome. Thank you for all. Thank you very much for your comments. We said see you later for more. But, when Need for Speed is open for the Okay, euer Moderator bin ich nicht. Das war die Gamescom 2013. Wir haben hier noch zwei entzückende Mädels bei uns. Und einen total geilen Freak. Wir hatten heute sehr viel Spaß. Wir hatten überhaupt viel Spaß. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, die Gamescom hat auch euch gefallen. Man sieht sich. You start to forget. Things you should remember. The things you should forget.
It's been 10 years.